Das ist halt krass, dass es einfach umfällt. Holy shit, Digga. Wie geil. Oh mein Gott, Leute. Okay, das ist wirklich... Also, das ist crazy. Die Mechanik ist crazy geil gemacht. Yo, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video, meine Freunde. Obwohl ich gestern gesagt habe, dass mein Content nicht nur aus Minecraft besteht, in diesem wunderschönen Video, habe ich mir gedacht, probieren wir heute mal was ganz Neues aus. Und zwar hat der YouTuber Steven Minecraft reprogrammed. Das heißt, er ist hingegangen und hat Minecraft neu aufgelegt. Das heißt, er ist quasi hingegangen und hat Physics, neue Models und alles quasi zu Minecraft geaddet. Das Spiel heißt jetzt einfach Bad Minecraft. Und ich würde an der Stelle erstmal ein großes Shoutout geben an den YouTuber Steven. Sein Link plus das Video plus der Download-Link für dieses Game ist in der Videobeschreibung. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, Leute. Das Spiel hat auf jeden Fall jetzt Physics. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, sind möglich, die in Minecraft nicht möglich sind. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal Bad Minecraft, meine Freunde. Start with Gun, Always Day, Create World Speed 69. Ja, das können wir eigentlich nicht ändern. Okay, wir sind in dem Spiel. Okay, wir haben ein Schwert. Oh, 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 oh Gott. Alter, wie sieht das bitte aus? Können wir... Oh. Alter, ich habe eine Waffe. Scheiße, Mann, ich muss Blöcke meinen. Hilfe! Ah, nein! Oh mein Gott, oh mein Gott! Hä? Okay, warte mal ganz kurz. Ich meine mir ganz kurz ein paar Blöcke. Ich bin gleich tot, nevermind. Ah, okay, ich bin gestorben, weil die Zombies mich direkt getötet haben. Okay, der Zombie kommt ja nicht hoch, richtig? Gut, okay. Also, das ist quasi das Game. Ihr seht schon, Leute, wir haben auf jeden Fall... Wir haben Physics drin. Wenn ich jetzt laufe, ist es ziemlich wobbly. Wie viele Zombies spawnen hier, actually, ist die Frage. Kommen da mehr? Es hat alles eine komplett neue Animation. Klar, irgendwie fehlt alles. Also, wir haben keine Flüsse, wir haben kein Gras, wir haben kein Wasser, wir haben keine eckige Sonne. Aber wir haben eine Waffe und wir können sogar Diamanten minen und wir haben eine Knarre. Holy shit. Und ihr seht sogar, wir haben Bullet Drop und die Knarre meint Blöcke. Guck mal. Das ist freaking insane. Irgendwie interessant, dieser Ansatz, weil, also ich meine, es sieht schon echt nice aus. Also man kann sagen, was man will. Jetzt hier noch ein paar Flüsse dazu, ein paar Tiere und sowas, Alter. Und wir haben vollwertiges Minecraft. Ich würde sagen, wir... Oh, 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 ah, oh, 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 ah. Dieses andere Trimax-Aim. Okay, also gut. Wir können auf jeden Fall auch Diamanten farmen. Die Zombies spawnen halt einfach viel zu viele, Digga. Das ist halt richtig krass. Also ihr seht es auf jeden Fall. Auto-Jump ist nicht drin. Die ganzen Leichen bleiben liegen. Wie ist es bei einem Baum, wenn ich jetzt einen Baum fahre? Ich meine, wir können auch Holz farmen. Ich würde sagen, wir farmen erstmal... Lol. Lol. Hold... No way. No way. Bäume fallen um. Okay. Ich würde sagen, ich generiere mal ganz kurz eine kleine Welt ohne Zombies. Und dann schauen wir uns mal in Ruhe hier um. Kleiner Moment. Okay, wir sind jetzt erstmal invincible, also haben die Möglichkeit quasi hier unendlich lange zu farmen. Zombies generieren nicht, das heißt, wir können jetzt mal ein bisschen mit der Physik hier rumspielen. Bin doch, glaube ich, nur so eine Bohne. Man sieht das hier vielleicht, ich bin so eine komische Bohne mit so einer Hand, Alter. Nein. Ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Okay, das ist ziemlich wobbly alles hier. Also Steine können wir auch meinen. Hilfe, Alter. Okay, das ist alles ziemlich, also... Ich habe halt kein Fadenkreuz und ihr seht vielleicht, ich meine immer ein bisschen... Wir gehen mal ganz kurz nach unten und schauen mal, ob wir irgendwie Diamanten finden können. Holy shit, Digga, das ist funny. Also es ist einfach schlechtes Minecraft quasi. Aber irgendwie auch geil, weil also vom Look her sieht es freaking insane aus. Würdet ihr Minecraft spielen, wenn es so eine Grafik hat, ist halt die Frage. Also ich für meinen Teil, ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Und hier sind Diamanten. Oh mein Gott. Wie funny. Und die fallen einfach raus. Das ist ja crazy. Holy shit. Okay, krass. Das heißt, wir sind jetzt auf der Dia-Höhe hier und könnten jetzt theoretisch einfach ein Haus bauen. Das ist halt die Frage, ob ich mit den Diamanten irgendwas machen kann, ne? Irgendwie funktioniert das nicht so, wie es sollte. Also es ist alles ein bisschen schwammig irgendwie. Aber wir sind oben, wir haben es geschafft, okay. Das heißt, ich könnte doch jetzt einfach hingehen. Fahren mal ganz kurz hier unten den Holzblock ab. Warte, wir nehmen wieder die Knarre. Das ist halt krass, dass es einfach umfällt. Holy shit, Digga. Okay, wenn ich die jetzt abfarme, Digga, das ist crazy. Das ist wirklich, also das ist ganz ungewohnt. Das ist so ungewohnt, Leute. Ich brauche unbedingt das Holz. Where is it? Give me damn wood. Give me damn fucking wood, huh? Oh ja, da ist es. Boah, Alter, ist das alles wobbly und chunky und weird. Digga, jetzt stecke ich hier. Oh mein Gott, ich bin stuck in diesem Ding hier drin. Hilfe, Hilfe. Also wir können ja jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwie ein kleines Haus gebaut bekommen. Sprinten geht auch. Okay, nice. Ich würde sagen, das hier ist ein ganz nicer Ort, oder? Fangen an hiermit. Oh, Digga. Das ist halt so weird, weil es placed halt die Blöcke nicht mal ansatzweise da, wo ich will. Alter, seht ihr das? Also man braucht auf jeden Fall, wenn man hier was bauen will, deutlich länger als im normalen Game. So. Digga, den Block hat es einfach oben ausgelassen. Junge, das ist ja, also das ist ja, Digga, das ist ja ultra schrecklich. Das hat ja nichts mit Minecraft zu tun hier. Okay, gut. Lass mich mal ganz kurz bauen und ich schau mal, ob ich es vielleicht schaffe, hier ein kleines Haus zu bauen. Musik.
ja, okay, Leute, ich würde sagen, also das reicht doch an der Stelle dann, das reicht an der Stelle. Ja, also, keine Ahnung, ich muss ehrlich sein, das Problem ist, es ist so random teilweise. Einfach so, wenn ich einen Block place, ihr seht das ja vielleicht, ich kann die Blöcke halt werfen und die placen dann halt irgendwo. Aber das ist halt auch ganz geil, weil, ich meine, die landen halt dann wirklich wie Steine. Also, ihr seht das halt, das ist eigentlich auch ganz nice. Irgendwie ziemlich cooles Konzept. Aber ja, das ist der Anfang von meinem Haus. Ich würde sagen, wir werfen da ein bisschen Scheiße drauf, weil es irgendwie, keine Ahnung, Alter, also lassen Sie es einfach schnell dupen, bevor, ja, Mann. Alles klar, gut, so sieht auf jeden Fall mein Haus aus. Interessant, ich bin gespannt, was diese Welt hier noch für uns bereithält. Also es ist wirklich cool tatsächlich zu sehen, dass das so gut funktioniert hier. Das ist halt eine absolut nervige Animation, man sieht das hier vielleicht, das ist wirklich komplett schrecklich einfach. Es wirkt halt, als würde man sich irgendwo den Kopf anschlagen. Ich glaube, er hat im Video gesagt, dass es halt immer weiter generiert, also vom Movement her fühlt es sich, abgesehen von diesem komischen Bounce, oh mein Gott, Digga, ich habe gerade so einen Superjump gehabt, habt ihr das gesehen? Nö. Ja, okay, man kann hier nicht über diese Blöcke so laufen wie in Minecraft. Was ist, wenn ich nach ganz oben gehe und mal so einen Block werfe? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, hier generieren auf jeden Fall keine großartigen Strukturen oder so. Was ist wahrscheinlich Endlos-Generation in dieser Geschichte hier. Aber es hat auf jeden Fall was. Ich kann zwar nicht genau sagen, was. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich präferiere das Original doch. Aber es ist halt funny. Seht ihr das hier? Wenn man sich an der Ecke so ein bisschen abboostet, dann kriegt man immer so einen Boost nach oben, was komplett insane ist, Alter. Richtig krass. Richtig, richtig krass. Real Talk. Ich würde sagen, wir playen nochmal ganz kurz Invincibility Always Stay. Start with Gun. Wir machen mal Seed 187. Great World. Okay, let's go, der Hase. Da unten haben wir gerade bei der Generation gesehen, dass da unten so Dungeon Pockets waren. So. Okay, die Sonne geht jetzt also unter. Das heißt, die Zombies spawnen wahrscheinlich bei Nacht, dann nehme ich an. Ah, okay, das macht Sinn. Das macht Sinn. Okay, dann warten wir mal ganz kurz, bis Nacht ist. Und dann schauen wir mal, was wir hier eventuell zu erwarten haben. Oh, Digga, es ist so sick. Es hat so ein bisschen was von Mirror's Edge irgendwie. Ich weiß nicht genau, warum. Auch mit dem Werfen hier. Ja, es ist schon ganz gut gemacht. Jetzt gib mir mal ein paar Zombies. Arme nachkommen. Junge! Gut, okay. Schauen wir nochmal ganz kurz, ob das funktioniert. Please don't sue me, heißt es. Also bitte verklag mich nicht. Keine Sorge. Wird sicherlich niemand machen. Go. Komm schon, gib mir Zombies. Ich will einfach nur ein paar Zombies haben. Gib mir dem Zombies. Ah ja, da sind sie. Okay, ich müsste jetzt auch unbesiegbar sein. Okay, sehr schön. Okay, ich bin mal gespannt. Können Zombies auch sprinten? Oh ja, die sind auch schnell. Okay, wir warten jetzt mal, dass wir ganz, ganz viele von denen haben. Und dann buddeln wir ein Loch und locken die alle da rein. Ich weiß zwar nicht, warum man das tun sollte, aber wir tun es einfach. Wie geil. Oh mein Gott, Leute, okay, das ist wirklich, also das ist crazy, die Mechanik ist crazy geil gemacht, kann man sagen, was man will. So, wir bauen uns hier so eine kleine Plattform, sneaken geht leider auch nicht. Okay, jetzt schauen wir mal, wie viele sind da unten? Oh, Digga, die blockieren sich auch gegenseitig, die Zombies, die haben so eine Ragdoll, ihr wisst, was ich meine, Animation. Digga, die kriegen richtig die Kugel reingebollt, guck mal hier, wie er hier wegliegt. Alter, all in all, eine ziemlich nice Experience, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, checkt auf jeden Fall mal Steven aus, Big Shoutout an den Ehrenbruder. Ja, das war's, Digga. Auf jeden Fall, funny little game. Wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.